Gisbert ist, glaube ich, ein Revolutionär in seiner Branche. Er hat das Geschäft im Abo-Marketing an entscheidenden Stellschrauben verändert. Er hat früh erkannt, dass die Wertschöpfung nicht nur bei der Produktion des Abonnements aufhört, sondern sich in den Kundenservice hinein erstreckt. Sein Geist und seine Neugierde sind eigentlich immer noch so frisch und wach wie am ersten Tag. Die flexible überleben. Das ist in der Natur schon immer so gewesen. Daher glaube ich, dass man mit einer Agilität, einer Geschwindigkeit, auch wenn man manchmal Fehler macht, viel besser fährt, als immer abzuwarten und dann schauen, was auf dem Markt passiert, um erst dann seine Entscheidungen zu treffen. Also ein gewisses Risiko sollte da sein. Mut zur Veränderung, Mut auch wirklich Sachen in Frage zu stellen, die bis dahin als Gesetz gegolten haben. Was Spaß macht, ist diese Geschwindigkeit. Und was mir auch persönlich Spaß macht, ist auch, seitdem es hier das digitale Geschäft gibt, welche Unsicherheiten entstanden ist, aber auch gleichzeitig welche Lösungen wir gesucht haben, um in der Zeit erfolgreiche Modelle zu entwickeln. Er lebt im Endeffekt dieses Abo-Geschäft auch mit Leidenschaft. Innovation meets Passion ist sein Leitsatz. Du hast mich sehr frühzeitig gechallenged mit deiner Vision von der Abo-Zentriertheit zur Kundenzentriertheit. Das ist ein Thema bis zum heutigen Tage. Customer Relationship Management nennt sich das gerne neudeutsch. Und ich bewundere dabei, dass du dieses Modell nicht nur im Verlagsbusiness dann versucht hast, sondern im Sinne des Cross-Selling dann auch auf andere Marktsegmente transportiert hast. Die Digitalisierung bedeutet für uns das Ende von einer Epoche, aber gleichzeitig auch wieder der Anfang. Der digitale Wandel wird natürlich auch nicht ohne Menschen laufen. Das heißt, das gewisse Etwas, dieser Unternehmergeist, der ist definitiv vonnöten und den gibt uns Gisbert immer wieder Tag für Tag. Und daher ist er extrem wichtig auch für die Abo-Branche.